Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir spielen mal wieder Among Us in einer wunderschönen Community hier mit Shorty zusammen. Parsival ist auch wieder mal mit dabei und wir versuchen, wie so oft zuvor, hoffentlich in einer spannenden Runde als Detektiv Gaius, als einfacher Crewmate, den Fall zu lösen und herauszufinden, wer die bösen Impostoren sind. Aber wir müssen aufpassen, denn es könnten auch Joker geben, 20% Chance. Genauso ein Engineer hat auch die 20% Chance. Wir spielen also mit Extra Rolls Mod. Gut, hier ist Lila bei uns dabei und Shorty war gerade noch da. Ups. Na, was ist denn heute los? Jetzt aber. Alle leben noch, okay. Ja, gehe ich zu Weapons. Ich habe Angst, dass ich da getötet werde. Ich laufe mal lieber ein bisschen weg. Okay, einer Specimen Security, drei Electrical. Specimen Security, drei Electrical. Jetzt wird gleich einer getötet. Bei uns ist Lila und noch jemand. Und Gelb ist tot. Specimen Electrical. Oh mein Gott, das sind einfach alle jetzt da oben. Lila war gerade aber noch bei uns da, der kann es nicht sein. Lab, Office. Oh, oder Lila ist gewendet. Das könnte natürlich auch einfach sein. Ah, dann können wir aber niemanden rausnehmen, tatsächlich. Weil wo soll Gelb sonst sein, wird als jetzt oben in Lab. Aber dann können sich vielleicht die in Electrical. Okay, Pink. Dann war es doch Pink. Hä, aber wo soll denn dann die Leiche sein? Wo liegt denn dann bitte die Leiche? Ich bin verwirrt. Wo könnte Gelb sein? Dann ist der nicht in Lab. Krass. Schaut, hier hat Spaß. Ich musste gerade mal nachdenken. Okay. Ist immer hilfreich. Sekunde rechtzeitig gekommen. Danach hätten wir es nicht mehr gewusst, wer der Imposter ist. Oh, 2,5 Sekunden hast du geschafft. Okay. Nee, wir haben momentan gerade 5 Sekunden noch drinne Ach und ich habe bei so. 4 Sekunden reported. Oh, sehr gut, Shorty. Body Bitte, report. bitte. The killer appears to be Steffens, Oh. okay. Kann ich bestätigen, weil das Licht ging aus, er ist Licht links reingelaufen und war weg und hat das Licht nicht geflickt. Stecki ist schon länger tot. Stecki, Ja, ja. mindestens 40 Ich hab, Sekunden. Stecki habe ich gesucht. Den Ja, habe ich. ihr habt das drin mit dem Medic, dass der die Namen Ja, sieht. klar. Ja, in den ersten paar Sekunden. In den ersten paar Sekunden, Sekunden. ja. Wir sollten Wir noch haben es nicht. bisher noch nie gehabt, dass der Medic wirklich rechtzeitig reported hat. Nicht mal mit den Farben hatten wir das bisher. Ja, wir sollten noch nicht alle voten, sondern noch die Zeit kurz nutzen. Stacky ist schon länger tot, den habe ich an Lifelines gesehen, habe ihn gesucht. In Lab war er nicht, da ist dann Forward rausgekommen. Ja. Und ich habe auf Admin Table geschaut, als Stacky tot war, waren richtig viele bei Electrical, also so 5, 6 Leute. Und da Ja. musste er irgendwie gestorben sein, kurz vorher. Und ich Also habe keine Open Ahnung, wo auch er nicht. Das Also liegt da auf jeden Fall nicht. ich glaube, dass er irgendwo Open Field, entweder Bermuda-Viereck, Duisburg oder irgendwo im Storage rumliegen muss. Ja. Weil Weapons Comms O2 Electric bin ich die ganze Zeit hin und her gerannt. Jetzt am Ende war ich mit Scroggs in Weapons, war davor in Comms und bin davor halt O2 Electric und war auch einer der vielen in Electric. Also Ja, ich okay, glaube nicht, dass er da links dann liegt. können wir Gelb nicht Können wir mal kurz nachvollziehen. darüber sprechen, wenn wir jetzt gerade einen Sheriff drin haben? Ich würde ihn gerne shielden, einfach nur aus Prinzip. Haben wir einen? Ja. Knirps, okay. Ich bin gar nicht Medic. Das war ja lustig. Oh. Du bist nicht gemutet. Weil sie doch Medic sein muss, weil sie doch den gerade gecallt hat, oder? Also. Wäre es natürlich auch krass, wenn der Imposter ja gesagt hätte. Aber ja, weiß ich nicht. Das würde, glaube ich, den Imposter auch schon ziemlich verdächtig machen. Ja, das sieht man mal, wie stark ein Medic sein kann, liebe Zuschauer. Oh, wieso werden wir denn hier eingesperrt? Knirps. Forward, Shorty. Ah, ich bin ein Held. Komms. Wieso laufe ich bei Komms? Zu Lifelines. So, jetzt alle leben noch. Wir haben unsere Aufgaben im Specimen noch zu erledigen.
Machen wir mal oben noch die Labyrinthaufgabe, würde ich sagen. Hoffen nicht, dass wir getötet werden. Wir haben noch keine Infos, wer der andere Imposter ist. So. Gut, 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 gut. Machen wir unsere Aufgabe hier noch schnell. Wer könnte der andere sein? Ich habe keine Ahnung. Zack. Wupp, jawohl. Jemand ist an Kameras, hat uns hier gesehen, alles klar. Und wir laufen mal wieder zu den Lifelines. Okay, gerade ist keiner mehr. Lila, weiß. Und aber alle leben noch. Oh, jetzt ist aber Licht aus. Lila und weiß sind gerade rausgelaufen. Schauen wir mal kurz, ob jetzt jemand umgebracht wird. Dann könnte das eine richtig gute Crewmate-Runde werden, wenn wir jetzt auch noch den Imposter schnappen. Schwarz ist tot. Lila und weiß sind rausgelaufen nach links. 1, 2, 23, 24. Hati, lass doch ein kurzes Licht anmachen. Ja, ich habe drüber nachgedacht, aber. Ja, okay, wir haben ja eh einen Imposter. Nevermind. Ja, okay, hätten wir anmachen können. Also Nico liegt direkt unter Licht. Mhm. Ja. Okay. Ich habe Lifelines-Infos, ist ungefähr so 4 Sekunden alt. Shorty ist für mich jetzt wirklich Proof. Du warst ja, Shorty war hundertprozentig Proof. Ich wollte gerade sagen, also das denkst du dir nicht aus. Ja, Shorty ist auch wirklich Proof, weil ich gefehlt habe. Was ich noch ein bisschen das Gefühl habe, dass Knirps ein Imposter ist, aber dann hätte der richtige Sheriff. Sein. Dann hätte der richtige Sheriff aber jetzt auf ihn geschossen und das wäre ein harter Gamble, das zu machen, weil er ja zu 100% wenn Knirps geschildert ist und der Imposter, der Sheriff schießt dann, auf ihn, genau, dann fällt der Sheriff um quasi. Ab. Oh, das ja, ist ja, so ich bin hat, auch nicht in der Nähe. Wird ein Imposter quasi zum Crewmate für den Sheriff. Bin auch Anti, wir können uns ein Geruch rausnehmen, oder? Ja, nicht hundertprozentig. Ich weiß ja nicht, wo du hingegangen bist, als Lights ausging, Rusty, weil ich bin. Ich bin in Kopf gegangen. Weapons. Ja, das habe ich nicht. Das habe ich ja nicht nachgucken, nicht gesehen. Also hundertprozentig nicht. War noch irgendjemand weiter weg von Electrical? Oh, und ja, warum reporte ich überhaupt? Das war ja ultra bad. Das war ja ultra bad von mir. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Das war ja oh mein Gott, ja halt echt, Shorty hätte reporten müssen. Oh nein. Ich habe auch nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, wir machen jetzt erstmal das Licht an. Aber vor allem, wenn sie 4 Sekunden alt ist. Okay, da muss man dran denken, glaube ich, auch als ja, Medic. Ja, auch bei 20 Sekunden ist es noch sinnvoll. Ja, aber bei 20 Sekunden wird immer noch Farbe angezeigt. Dann hätte Shorty ja jetzt sogar sofort den Imposter. Ja, ich weiß, klar. Ah, stupid. In beiden Varianten wäre es sinnvoll. Ja, muss man, glaube ich, ein bisschen öfter noch mit also ja. Diese, Kopf das sind also diese 500 IQ-Legenden-Runden. Sachen, von denen wir alle reden. Ja gut, aber wir haben ja einen sicher raus. Was auffällig ist, dass Rusty noch lebt. Ja, Knirps. Weil ich meine, Knirps versucht dein Glück, ne, wenn du Sheriff bist. Ja, genau. Nee. Also schieß mal nicht auf Party. Ja, vielleicht ist der Sheriff auch schon tot. Könnt ihr machen, dann würde er mich prüfen, aber... Naja, aber Knirps meinte eben gerade, er ist der... Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Also, wer bleibt übrig? Und er kann halt, Horror? Selbst wenn er sagt, er ist Sheriff und er schießt auf jemanden, entweder muss die Runde vorbei sein... Oder wir wissen, dass Knirps Imposter ist und sich quasi als Sheriff ausgegeben hat. Von daher so oder so, wenn Knirps stimmt, versucht, als Sheriff irgendwann in die Interaktion zu machen, wissen wir, dass das stimmt oder nicht. Da hat Shorty recht. Das heißt, es macht Sinn, dass er jetzt irgendwie mal schießt. Wir laufen gleich mal zu Specimen runter. Da haben wir noch 3 Aufgaben zu erledigen. Wir sind auch schon ziemlich gut mit den Aufgaben vorangekommen. Auf geht's. Go, go, go. Wir haben so viele Aufgaben hier zu erledigen. Das ist natürlich ziemlich bitter gerade für den anderen Imposter, dass einfach sein Imposter-Kollege rausgevotet wurde vom Medic, sozusagen. So, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, das Ende war jetzt einfach. So, bitte nicht callen, bitte nicht callen. Jetzt könnt ihr callen von mir aus. Jetzt habe ich kein Problem mehr damit. Denn wir haben gleich unsere letzte Aufgabe fertig. Knirps. Hallo, okay. Ja, Knirps war Sheriff. Ich war gerade in Lab. Er hat auf mich geschossen. Er ist gestorben. Aber warum sollte er denn auf dich schießen? Weiß ich auch nicht. Aber kann ja nur sein, Shorty, du hast ihn geschildert. Also er kann ja gerade nicht von einem Imposter getötet worden sein, wenn du noch lebst.
Aber Knirpsi, warum schießt du denn dann auf Gaius? Das frage ich mich auch. Naja, jetzt ist er Proof, ne? Ja, Knirps ist jetzt Proof und ich bin auch Proof und ja, richtig. Traurig. Damit ist nur Shorty und Gaius Proof zu 100%. Ja, richtig, genau. Richtig. Richtig. Oh, no. Gut, aber wir sind noch 5 Leute und mit den immer Aufgaben... hast du geschossen, Knirps, ich bin stolz auf dich. Ja, das stimmt. Mit den Aufgaben sind wir auch gut vorangekommen. Ich habe jetzt nur 2 Knirps hat den Shorty. Ja, ich bin schon komplett fertig, deshalb also, bin ich auch in Camps und wollte jetzt wieder ein Live bleiben. Noch eine Lab-Aufgabe. Die wollte ich gerade machen und dann schießt er einfach auf mich und ich dachte, ich reporte einfach mal gleich, bevor noch jemand anderes stirbt. Von ja, das ist besser. Jo, kann man skippen. Es ist auch definitiv besser, dass du es jetzt zumindest direkt sagst. So, ja, klar. Als 5 Stunden später. Oder wenn dann jemand anderes reinläuft und mich verdächtigt, dass ich da gekillt habe. Wobei, das will er dann gar nicht. Aber es geht ja gar nicht genau. Hättest du fast mit baiten können. Warten darauf, dass jemand da reinfällt. Stimmt. Gut, wir haben unsere Aufgabe noch im Lab, daran erinnern wir uns noch, bevor Comms ausgegangen sind. Und dann müssten nur noch wenige eine Aufgabe haben. Also wir sehen ja den Task-Balken oben. Ach, wir haben nur noch die Klick-Aufgabe hier. Zack. Dann sind wir auch durch mit unseren Aufgaben. Ein paar fehlen aber tatsächlich noch. Ich weiß nicht, wer das noch ist. Ich würde jetzt gerne mit den anderen rumlaufen. Da würde ich mich irgendwie am sichersten fühlen. Vor allem mit Shorty, weil Shorty ist auf jeden Fall Proof. Shorty ist sicher der Medic. Wir wissen nicht, wo sie ist. Pazzi ist noch hier, der könnte uns jetzt gleich töten. Ah, Shorty ist noch hier. Gut, Shorty läuft hoch, vielleicht zu Lifelines. Office, Pazzi ist noch hier. Ich würde gern zu Shorty. Shorty, wo bist du? Nein. Wo ist Shorty hin? Okay, Pazzi war jetzt hier gerade noch, der könnte jetzt unten einen Kill machen vielleicht. Deswegen laufe ich von der anderen Seite gleich wieder rein. Ah ja, Shorty hat dieselbe Idee gehabt. Einer noch Office. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich will in der Nähe von Shorty bleiben. Ah, verdammt. Ich sehe sie nicht mehr. Komm, ich gehe zu Lifelines. Da war Shorty gerade. Oh, da ist noch Passival. Okay, Electrical wurde gefixt. Wir laufen mal Shorty hinterher. Ich frage mich, wer seine Aufgaben noch erledigen muss. Ich glaube nicht, dass da eine Leiche drin ist. Nee. Schauen wir mal an Camps. Rusty ist im Lab. Forward läuft unten raus. Shorty schaut gerade unten nach. Oh ja, ich glaube, Forward ist stehen geblieben. Kann das sein? Dass Forward stehen geblieben ist? Ne, er ist jetzt an Camps. Müsste hier nicht irgendwo Shorty sein? Also Forward war jetzt auf jeden Fall oben im Lab drin. Ah, und wir haben gewonnen. Wahrscheinlich dann jetzt Task Win, oder? Ja. Ah, lol, okay. Wer war denn, wer war's denn noch? Forward? Ich. Ja. Okay. Ich hab schon mal gedacht, du bist so stehen geblieben, als du mich gecrossed hast. Als wolltest du nochmal umdrehen und mich umbringen, oder? Ja. Ja, genau. Das wär noch, glaube ich, deine beiden. Wären auch deine beiden richtigen Kills, glaube ich, gewesen. Ja, das lief doch richtig gut mit dem Medic Shorty. Also dadurch haben wir den Fall richtig gut gelöst und als Crewmates gewonnen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf Wiedersehen. Euer Gaius Julius Caesar.